Ja, der Planet brennt noch runter und Leute, was soll ich sagen? Es waren so viele nette Kommentare unter den Gartenvideos, dass ich jetzt noch einen dritten Teil hinterher schieb. Garten, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt. Ich bin heute so fix und alle. Ja, Gartenvideo Teil 3 halt. Gut, hätte ich. Leute, ich bin so mautkaputt. Ich sag's euch, hätte ich meine Videokamera direkt nach der Arbeit dabei gehabt, ich hätte einen Spielfilm drehen können auf der Jagd nach den roten Kohlrabi. Mhm. Ich war unterwegs, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wo bin ich fündig geworden? In der Gärtnerei. Zum Spottpreis. Die Kohlrabis und diese riesengroße veredelte Gurke zusammen 2,49 Euro. Mhm. Also da kann ich heute jetzt echt nicht jammern. Was habe ich mir sonst noch geholt? Ui. Komm halt jetzt her. Ein bisschen Petersilie, weil die im Gewächshaus ist, ja, über den Winter verschwunden. Dann haben wir noch mal einen Salat, wie ich es angekündigt habe. Einen Lollo Bionda. Mhm. Dann habe ich noch mal 6 Lauch. Und dann, ich weiß nicht, ob die noch was werden. Muss ich mal erstmal die Brille aufsetzen, um lesen zu können. Freiland März bis April. Mai, Juni ist schon verdammt, verdammt spät. Zwiebeln, Stuttgarter Riesen. Ab September. Ja, mittlerweile ist es ja sowieso bis Oktober, November schönes Wetter. Dann bleiben sie länger drin. Mal gucken, ob die noch was werden. Dann Radieschen werden ja immer was. Wieso habe ich zwei Päckchen Radieschen? Und dann müssten Saatbänder sein. Habe ich noch Möhrchen, Ernte über die gesamte Vegetationsperiode, einfache Aussaat, Möhrensortiment, 3 Sorten. Die habe ich mir auch noch 2 Päckchen mitgenommen. Sind auch Saatbänder. Die unterschiedlichen Entwicklungszeit der verschiedenen Sorten macht das möglich, dass das Saatband. Tja, jetzt bin ich ja gespannt, was da nachher herauskommt. Ja, das werde ich heute jetzt alles noch aussehen, auspflanzen mit euch. Da gibt es vielleicht auch noch einen vierten Teil, ich weiß es noch nicht. Aber es haben ja einige geschrieben, ich soll ein bisschen mehr zeigen noch. Und naja, wenn es da hinten dann weitergeht, wenn ich das Eck da ausgemistet habe, das alles da hinten verteilt habe, da können wir dann auch noch vielleicht so ein kurzes Schmankerl-Video drehen. Gut, ich gehe jetzt erst ins Gewächshaus und da werden wir die Gurke einpflanzen, die andere wahrscheinlich noch mal etwas versetzen und ja, eine Salate noch rein. Ein paar werde ich heraus noch ansetzen. Ach ja, Leute, wir legen jetzt einfach los. Obwohl, die zwei lasse ich einfach drin. Das Ding setze ich einfach in die Mitte. Und bis jetzt habe ich noch kein Schneckenfraß gesehen. Steht alles noch. Dieses Jahr ist es Gott sei Dank auch nicht so schlimm mit den furchtbaren Drecksviechern. Dann machen wir hier mal die Stahlfesseln gleich weg. Die habe ich gar nicht gern, die schneiden immer so ein, wenn die Pflanzen größer werden. Also bei so einer großen veredelten Gurke für 1 Euro muss ich sagen, das war ein Schnapper. So. Du
kannst dich hier jetzt wohlfühlen. Wo sind denn meine ganzen kleinen Dinger? Hier ist was dran. Weil da bin ich die Gurken immer relativ lose hier fest. Da können das einfach nicht nach unten fallen. Da können sie sich dann schön locker hochranken. Jawohl! Und die ersten Gurken hängen auch schon dran. Geil. Kämm nach draußen, Salate rein. Einer hier drüben, also der von vorne, der zweite, ich weiß nicht, ob der nochmal was wird, der sieht etwas komisch aus. Aber die anderen sehen gut aus. Ja, und jetzt mache ich einfach die Reihe hier fertig. Ja, drei Stück pflanze ich noch draußen. Da sehe ich mal den Unterschied, wie sie drinnen und draußen gedeihen. Ja, aber jetzt noch die Petersilie hier. Einfach wieder hier vorne so eine Reihe. War eigentlich richtig schön Petersilie hier schon gewachsen, aber keine Ahnung, das Zeug hat sich irgendwie verkrümelt. Macht nichts. Und auf Samen habe ich da jetzt auch keinen Bock gehabt, beziehungsweise ich habe jetzt die Pflänzlein gesehen. Und Leute, was ich noch gesehen habe, war fertig vorgezogene Möhrchen, auch in so Schalen, in so länglichen Töpfchen. Sah witzig aus, aber habe ich mir gedacht, nein. Gut, herinnen soweit fertig, gehen wir raus. Das ganze Zeug hatte sich gestern recht gut erholt. Ja, heute durch die Sonne hängt es wieder ein bisschen, aber ich denke dann später, wenn es noch gegossen wird, ist das alles wieder richtig schön eben. Eben, steht nach oben. Schau mal, was draus wird. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wo hau jetzt die Radieschen rein. So Leute, dann wäre fürs Erste alles drin. Was jetzt erst einmal rein muss, ja, schauen wir es uns nochmal an. Kartoffeln, Lauch, Radieschen, Radieschen, Kohlrabis, Kohlrabis, bisschen Salat, Möhrchen, Zucchini, Zucchini. Da entlang nochmal eine Reihe Möhrchen. Ja, kann man nie genug haben. Ja, und da drin die Salate, die Gurken, die Tomaten, die Petersilie. Und gerade eben sehe ich noch, dass ich noch die Tüte mit den Zwiebeln liegen habe. Heieieiei, jetzt wird's eng. Jetzt wird's echt eng. Ja, die pflanze ich jetzt auch noch irgendwo hin. Leute, ich habe irgendein komisches Symbol hier bei mir in der Cam. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass die Cam jetzt nicht den Arsch zumacht. Ich habe jetzt schon zweimal den Akku rausmachen müssen, dass er überhaupt wieder angeht. Hoffentlich steht mir nicht der Super-GAU bevor. Naja, okay. Früher übrigens ist mal das Feld bis hier vorne gegangen, das Gemüsebeet. Haben wir aber dann verkleinert. Jetzt muss ich sagen, leider, naja, egal. Von meiner Maisecke wird nicht mehr viel übrig bleiben. Ich pflanze da jetzt noch die Zwiebeln ein. Ja, ich hau das Zeug jetzt einfach mal da rein. Und man wird sehen, ob es was wird, wie es was wird. Ja, schauen wir ganz einfach mal. Gehen wir mal wieder etwas näher hin.
So Leute, jetzt werden wir aber wirklich durch mit der Pflanzerei erst einmal. Jetzt kommt dann wirklich nur noch der Mais. Ja, und irgendwohin haue ich auf alle Fälle noch die üblichen Kräuter, die üblichen Verdächtigen. Die hole ich mir aber irgendwann einmal noch. Das. Egal, ihr wisst, was ich meine mit Kräutern. Das übliche Zeug halt, was man so braucht. Thymian und Majoran und ja, das übliche halt. Gut, da hinten ist jetzt alles soweit gepflanzt. Dann war es das jetzt mit dem dritten Teil. Ja, auf die Schnelle noch. Ich werde dann nachher dann noch gießen. Mittlerweile haben wir es wahrscheinlich schon kurz vor Simne. Was heißt wahrscheinlich mit Sicherheit kurz vor Simne. Und ja, wie gesagt, nachher noch gießen und ihr seht es dann erst wieder, entweder wenn ich den Mais pflanze, ja, oder wenn da hinten was aufgegangen ist, dann nehme ich euch natürlich auch in einem Grillvideo kurz einmal mit hinter für einen kurzen Rundgang. Ja, es sei denn, ihr wollt es wirklich noch sehen, wie ich den Topfhaufen dahinter verfrachte und mich da abklage. Ja, und das Begradige. Ja, und ein Baumstumpf da hinten muss ich wahrscheinlich auch noch etwas ausbuddeln. Naja, okay, Leute, das war's. Ich muss jetzt rein, ich muss noch das letzte Grillvideo bearbeiten. Das habe ich auch noch nicht geschafft gehabt. Naja, gut. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Wo wir mit Sicherheit wieder was grillen werden. Oder baue ich mal wieder PC? Oder baue ich was anderes? Nee, ich glaube, ich grill wieder. Hey! Und erinnert mich in 2 Wochen, dass ich die nächste Ladung Radieschen aussehe. Das vergesse ich nämlich sonst.